Ah, Mann, hier muss doch irgendwo so ein beschissener, Lichtschalter sein. Ja gut, den machen wir aber erst als nächstes. Und gibt es vielleicht noch eine Geheimtür? Akte, hast du nicht gesehen? Gut, alles ist hier mehr oder weniger weg. Gut. Schauen wir uns mal noch ein bisschen hier um. Das ist anscheinend einfach nur weitergelaufen. Dann. Wow. Drehen und wechseln. Ja, du mich auch. Bin jetzt ein bisschen stutzig. Drehen und wechseln. Okay, probieren wir es einfach mal aus. Ah. Und wechseln. Ah ne, das wird drehen. Wechseln. So. Okay. Ach, das geht sogar noch weiter. Oh Gott. Ah, jetzt haben wir es doch langsam. Und wir haben es offen. Adelige nutzen jede Gelegenheit, ihr Wappen zu bewundern. Genau. Und nicht nur das, sondern auch andere. Und ich wollte eigentlich noch gerne die anderen mitholen. Cornelius. War ja so klar. Öffne die Oh verdammte ja. Tür! Brech sie auf, wenn es sein muss! Da komm schon. Ich habe den Ring und einen neuen besten Freund. Aber es ist erst vorbei, wenn ich hier raus bin. Und dann komm schon. Und nochmal. Scheiße. Egal. Und nochmal. Schon. Ich hätte mir vielleicht eher meinen Ausweg überlegen sollen. So ein Blödsinn. Es ist nur aus dieser Stadt geworden. Ich könnte schwören, ich habe den General gehört. Wenn er es war. Genau, am besten mal nachschauen. Alter, dieser Soundtrack, der ist super. Der ist. Ich hab mir gesagt, dass unser Leben sich verändert. So. Bringt mir einen Hammer! Mein Nacken schmerzt. Na komm schon. Und noch einer weniger. Sauber. Jetzt fragt sich dann jeder, wo ist der Hose? Muss vor allen Dingen noch irgendwie diese blöden Lichter ausmachen. Es sind da keine Möglichkeit, das zu tun. Aber echt schön, dass die einem nicht hinterherrennen, dass man echt alle Zeit der Welt hat, direkt zu haben. Aber weil die einfach keinen Hammer dabei haben, das ist natürlich ein bisschen lustig, aber naja. Passiert eben. So, wir machen das mal fein aus und dann gehen wir mal nach oben. Geht natürlich nicht. Wieso auch? Scheiße, da muss ich hin. Rechts, links, wird es nicht. Hier kann ich weiter. Komm schon, komm schon, komm schon. Als ich jünger war, kommen wir denn hier, hier hin? Damals wurde sie aufgegeben. Als der Baron die Industrie ans andere Ufer verlegt hat. Nach Cinderfall. Das ist dann Automatisierung, nennt er es. Oder Metall und Unheil. Das haben sie in den Tavernen gesagt. Oh, als es noch nicht ja, Automatisierung ist jetzt. Automatisierung ist jetzt eigentlich so schlimm. Okay, hier ist eine Wache, da ist eine Wache. Oh Gott. Das ist echt. Aber ich muss immer die Minikarte ein bisschen mit im Blick haben. Jetzt bin ich jetzt so am Arsch.
schaffe ich heute Nacht. Lauf ja an mir vorbei. So, wunderbar. Kann man denn hier noch irgendwie anders weiter? Ja. Hier muss ich einfach nur nach oben. Shit. Echt gerade nicht mitbekommen. Krasser Spaß. Aber irgendwann ist der Soundtrack auch mal zu Ende. Komm. Ich bin jetzt weggekommen, fertig aus. Tja, alles aussieht, haben sie den Schalter gefunden. Okay, wie es aussieht, muss ich wirklich nur ein klein wenig die Musik nach unten nehmen. Weil sonst höre ich überhaupt die Sprecher überhaupt nicht mehr. Ist immer noch relativ laut. Nehmen wir mal dahin. Genau, wunderbar. Müsste passen. So, ist immer noch laut, aber hoffentlich nicht lauter als die Sprecher. Wieder ein schöner Moon für mich. Yay! Oder ist es so, dass bei mir der Fokus sich deshalb nicht auflädt, weil ich gerade auf einer Mission bin? Das kann natürlich auch sein. Schneller laufen kann ich gerade auch nicht. Schade. Mit X muss man dann hier arbeiten. Schick, schick. Halte E zum Abseilen. Wieso will ich mich abseilen? Ich will mich hier aufseilen. Okay, hoffentlich bin ich jetzt wieder hier an diesem. Was war das? Ah, Scheiße. Sir! Ah, Dreck. Kann man denn hier irgendwie die Lichter ausmachen? Scheiße. Und? Was siehst du? Nichts. Das Dach ist eingestürzt, Sir, aber da ist niemand. Was hast du eigentlich in deinem Schädel? Ein Topf? Er ist hier vorbeigekommen. Durchsuch den gesamten Hof. Der Feigling versteckt sich in den Schatten. Wie unter dem Rock seiner Mutter. Na. Nichts mit der Mutter, bitte. Ne? Wir sind ja alle Profis. Na, die meisten zumindest. Weißt du, die Schleichen hat jetzt wirklich, vor allem wenn die so schnell und gestapft kommen. Wow. Wir wollen es aber jetzt echt wissen. Alter. Wieso sehen die mich nicht? Das ist das Schöne an so einem Schleichspiel. Das ist, wenn es dunkel ist, ist es nicht ganz so dunkel, wie man vielleicht denkt. Aber es ist auch besser als so, sonst würde man überhaupt nichts mehr sehen. So, das ist auch noch aus. Okay, hier ist nichts zum Mitnehmen. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß überhaupt nicht, wo ich jetzt gerade lang mache. Ich bin ja, gehe einfach total nach. Das wollte ich jetzt nicht. Wenn ich die Karte ansehen, egal. Wie gesagt, ich gehe einfach übelst nach links. So, F1. Wo ist jetzt diese blöde Karte? Entkomme der Gießerei. Ja, oh, okay. Da, wo man glaubt, lang gehen zu müssen, da laufe ich halt jetzt gerade lang. Gute Nacht. Ich werde euch nicht vergessen. Wow. So gut wie neu und Staub zu Staub.
Was war ich denn diesmal? Ein Phantom war ich fast gar nicht. Ich war mehr Jäger und Opportunist diesmal. Aber wieso war ich diesmal Jäger? Du hast Aspekte aller drei Spielstile gleichermaßen angewandt. Ja, gleichermaßen kann man das nicht sagen. Jetzt würde ich mal gerne wissen, was das war. Fortfahren. Meine Güte. Aber jetzt will ich gerne nochmal ein paar neue Fokuspunkte haben, weil ich will neue Fokusfähigkeiten. Und da gehe ich jetzt nochmal ganz fix zu dieser alten. Denn die hat ja was da. Ah, bestätigt. So, weiter. Jetzt die Frage, wo ist die alte? Karte ansehen. Garrett. Ja, du mich auch, Garrett. Du mich auch. Ach, was denn jetzt wieder? Brenn doch nicht jedes Mal irgendwas. Wo holst du überhaupt das ganze Holz her? Was? Stadtwald Nummer 1. Nur 5000. Das waren noch Zeiten, als Pennies erfunden wurden. Weil irgendwie niemand Geld hat. Die sind echt sehr gut ausgerüstet, die Vögel. Oder? Naja. Was ist das denn jetzt? Head to Black Alley. Okay. Fanny, war das so schnell, das kann kein Schwein lesen. Und der Bogen ist wirklich ein mechanisches Meisterwerk. Das ist hier wirklich ziemlich gut eingerichtet. Alles mal angemacht. Na dann. Wir gehen diesmal aber nicht zur Black Alley. Nein. Wir gehen diesmal zu der alten. Ich brauche Fokusfähigkeiten. Das ist eigentlich das, wo es mir so ziemlich fast drauf ankommt, was man hier im Spiel haben müsste. Und vor allen Dingen werde ich diese Regeneration als erstes noch aufbauen. Ja, versteckten Fallen, bla bla. Achtung, ihr Diebe! Von heute an wird jeder Bürger, der beim Diebstahl erwischt wird, am Halse aufgehängt. In dieser Stadt wechselt nichts den Besitzer, ohne dass Basso es weiß. Er sagt, das ist eine Gabe. Alter. Und in meinem Gewerbe stimmt das wohl. Gut, dann wohin muss ich? Ziele. Triffe Basso in Black Alley. Okay, da muss ich hier runter. Aber. Das ist nicht das, was ich hier wollte. Ich will zu der Vogel alten. Das heißt, ich muss hier rüber und nach oben. Das heißt, ich muss jetzt nach... Genau, ich muss jetzt wieder nach Süden in dem Fall. Der etwas andere Süden, aber trotzdem, es ist Süden. Alter, es ist wirklich ewige Nacht hier. So, dann mal auf zu der Vogel alten. Ich glaube, durchlaufen kann ich hier nicht. Schön wäre es zwar, aber... Oh! Guter Punkt. Nett. Also bei allen möglichen guten Gegenständen muss ich das mal ausprobieren. Ja. Wir haben es langsam. Deine Gesundheit wird wieder aufgefüllt, wenn du zum Versteck zurückkehrst. Danke sehr. Seht euch um! Seht euch euer Zuhause an! Vor einem Jahr gab's noch Hoffnung, doch nun verrottet die Stadt! Schwermut, Hungersnot, die leeren Versprechungen des Barons! Der Typ, das geht ja mal gar nicht. Was hat Northquest uns gegeben? Eine Industriezeitalter? Fortschritt auf Kosten des Volkes? Orion hat uns gewarnt, dass die Wache das Blut unserer Leute transfiert. Okay, mal gucken. All eure ruchlosen Blablabla. Also, was hat der denn? Mohn und so weiter. Nahrung braucht man nicht. Das ist das, was wir haben. Das brauchen wir gerade. Ah, nicht. Rasierklingen. Ja, die ist ganz hilfreich. Und Drahtschneider. Die beiden brauche ich natürlich wirklich, weil ohne die bin ich aufgeschmissen. Drahtschneider brauche ich auch noch.
Ja. Okay. So, was haben wir denn noch? Lederhärtung, Lederpolsterung, erhöht die sichere Fallhöhe. Das ist natürlich schick. Und Lederöl verringert die Geräusche beim Gehen auf Oberflächen, die Geräusche verursachen. Sehr schön. Oh, noch was. Und Schlösserknackqualität. Kann ich natürlich auch etwas machen. Aber mal wieder übelst Kohle dafür. Aber schön. Wenigstens habe ich die zwei Geräte, die mir die ganze Zeit gefehlt haben, als ich sie gebraucht habe. Endlich Orion gesehen. Er hat sich in Blackfur um uns Bettler gekümmert. Hat er was gesagt? Ja. Er hat recht. Die Königin der Bettler selbst wollte meine Geschichten hören. Ah, da kann nicht mehr dashen. Wie geil ist das denn? Das funktioniert ab und zu mal. Dann kann der recht weit dashen. Und ab einem gewissen Punkt holst du ihn raus. Ah, oh, was ist denn jetzt los? Eine Quest. Also weggehen würde er ja wohl kaum in seinem Zustand. Das ist jetzt meine Meinung. Wohin geht das eigentlich? Staub zu Staub. Nee, da. Vor allem Kapitel 2. Hä? Kann mir das mal jetzt einer erklären. Schweigen so, ist Gold, Alter. Garrett. Aber sprich frei heraus. Endlich. Oh, ich hätte mir zwei was weiterholen können. Ein kleines Vermögen für die Glücklosen? Bleib ein wenig. So, was haben wir denn? Öffnet das Journal. Ja, super. Kind des Schattens? Jetzt die Frage, kostet das jetzt mehr oder weniger? Mehr, natürlich. Pass 300. Auf, das ist schon mal gut. Ich hätte es mir eh nicht holen können. So, das Journal. Fokus, Upgrades. Was wäre denn mal schick? Geschicklichkeit. Das ist beides schon. Fähigkeit, arglosen Personen, schnell mehrere Objekte zu stehlen. Ne, brauch ich nicht. Geräusche von Gefahren in unmittelbarer Umgebung visuell zu orten. Okay. Fähigkeit gegen mit deinem Papa. Zeiten Visiere dazu mit aktivierter. Das ist gut. Beschleunigt deine Aktion im Kampf beim Zielen. Damit die Werte nicht um langsamer wird, brauchen wir nicht. Reduziert die Verbrauchsrate von Fokusenergie leicht unerheblich. Scharfschütze erhöht die Sichtweite beim Zoomen. Tarnung leise zu bewegen, während man Fokus benutzt. Ne, dies ist während man Fokus benutzt, ist so eine Sache. Nee. Dann brauche ich Fokus eigentlich auch nicht, weil ich kam ziemlich gut klar damit. Schlenkt deine Aktion im Kampf, beim Zielen und beim Schlüsselknall gleich. Bla bla bla. Wo ist eigentlich dieses Funktionsweise? Bildlich vorzustellen, die Geschwindigkeit. Sehr schön. Genau, dann nehmen wir das. Yeah, weiter. Als nächstes kommt dann das andere. Sehr schön. So, aber jetzt werde ich nochmal kurz das Sammlerstücke anschauen hier. Was haben wir denn Feines? Yeah. Spielfortschritt. Werkzeuge und Upgrades. Rasierklinge. Werkzeug zum Entfernen von Gemälden aus ihrem Rahmen und Werkzeug zum Deaktivieren von Fallen und Alarmen. Dankeschön. Trifft den in der Alley. Das ist natürlich genau am anderen Arsch der Welt. Aber da muss ich trotzdem erstmal kurz noch wenigstens jetzt so schnell wie möglich wieder zurückkommen. Ja, klar, der kriegt noch einen Herzkasper, wenn er so schnell das Ganze macht. Garrett. Sprinten kann er fast ewig. Ah, aber auch nur fast. Bis er beinahe am Herzinfarkt stirbt. Darauf muss man natürlich auch mal hinweisen. In dem Fall zumindest. Hui, und alle, ja. Geht's wieder zurück. Ah, ja, klar. Hier geht's dahin. Ach, eine simple und einfache Abkürzung oder sowas wäre nicht drin gewesen. Na nein, man muss ja jedes Mal um 1000 Ecken laufen. Victory, könnte etwas Hilfe gebrauchen. Findest ihn, bla, bla, bla. Seht euch euer Zuhause an. Vor einem Jahr gab's noch Hoffnung. Doch nun verrottet die Stadt. Mit dem Schwermut, Hungersnot. Die leeren Versprechungen.
Alter, ist das laut, was da rauskommt. Das geht gar nicht. Die ganze Zeit irgendwas von Seuchen, das geht gar nicht klar. Ein Versteck ist nicht viel wert, wenn... Ja, ist klar. Meine Güte. Okay, jetzt sind wir wenigstens wieder zurück in der Großstadt. Und das ist eigentlich ein wundervoller Punkt, um mal kurz eine kleine Pause zu machen. Danach geht's dann immer weiter. Also dann bis dann. Und ciao, ciao.